So, weiter geht's hier in unserer Interviewrunde. Wir sind jetzt hier in der Retro-Area. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist denn du? Ich bin der Stefan. Hallo, der Stefan. Wo genau sind wir denn hier gerade? Wir sind immer noch auf der German Comic Con in Frankfurt. Diesmal jetzt im Bereich der Retro-Area. Das Erste, was mir auffällt als Laien in dem Bereich, ist, dass ja relativ viele alte Konsolen und Bildschirme rumstehen. Warum ist das so? Ja gut, das hat natürlich ursächlich mit dem Wort Retro-Area zu tun. Wir haben hier einen Bereich, wo wir halt ein bisschen mal zeigen, wo die Spieleindustrie quasi mal hergekommen ist, wie das Ganze begonnen hat. Wir haben die älteste Konsole, die wir dabei haben heute, ist von 1977. Die ist jetzt dieses Jahr gute abgehangene 40 Jahre alt geworden. Wir haben etwas modernere Geräte, die nur 35 oder 30 Jahre da alt sind, auch mit dabei. Commodore Amiga, C64, aber auch Konsolen über Super Nintendo, eine erste PlayStation, eine N64 oder ein Sega Master System. Mhm. Viele der Geräte sind vermutlich älter als die Leute, die sie hier bedienen. Was habt ihr denn so im Detail mit? Wo ist denn dein Highlight, wenn du mal so zwei, drei rausfischen möchtest? Ja, wenn ich jetzt gerade am Tisch rumgucke, da sitzen hier Leute, die sind so um die 12 bis 16 bis in Mitte 20, die sind halb so alt wie die Geräte. Mein Highlight, was wir mitgebracht haben, würde ich jetzt persönlich sagen, das Coleco Intellivision. Das Coleco Vision. Intellivision war von Mattel. Das Coleco Vision. Weil das war die erste Konsole, auf der ich damals gespielt habe. Hatte einen Schulfreund von mir, der im Stockwerk unter uns gewohnt hat, hatte die geschenkt bekommen. Und dann haben wir dann gemeinsam das Taschengeld zusammengelegt und Spiele gekauft. Und das erste Spiel, was er dafür hatte, war Smurf, also die Schlümpfe. Und das haben wir heute auch hier mit dabei. Ist halt auch eine Comic-Umsetzung damals gewesen, 1982, von Coleco selber für die eigene Konsole. Du hast es jetzt schon angesprochen, es ist eine Comic-Umsetzung gewesen. Wir sind ja hier auf der German Comic Con in Frankfurt. Ist das also auch so das Thema für die Spiele, die ihr mitgebracht habt? Ja, auf jeden Fall. Wir wurden ja hier vom Veranstalter der Retro- und Fan-Ecke, also die ganze Cosplay-Ecke und so weiter, vom Goldenen Hahn angesprochen, ob wir da Lust haben mitzumachen und haben uns eben auch für nicht nur Comics, sondern auch Movie. Wir haben ja auch Filmbörse, ist ja heute auch mit dabei. Das heißt, wir haben halbe Umsetzungen von Comicspielen mit dabei. Batman zum Beispiel oder BC's Quest for Tires, das war ein Comicstrip in Zeitschriften. Oder eben Smurfs oder entsprechend andere Comicspiele. Tomb Raider zum Beispiel auf der PlayStation ist andersrum, war erst ein Spiel, ist dann zu einem Comic geworden. Aber um die Movies nicht ganz zu kurz kommen zu lassen, haben wir eben auch etwas aus der Star Wars-Ecke mit dabei, vom Empire Strikes Back eben auf der 1977er Konsole bis zum moderneren Rogue Squadron auf der Nintendo 64. Und die Pflege der Geräte, die, wie du selbst sagst, die haben ja nur einige Jahre auf dem Buckel, ist das alles noch original? Ja, die Geräte, die wir hier dabei haben, sind alle noch komplett original. Wir haben natürlich einige zu Hause, die jetzt inzwischen nicht mehr ganz so gut funktionieren. Die Geräte waren ja nie dafür gedacht, 30, 40 Jahre zu laufen. Da ist also viel Seelenwanderung dabei, also Organspende aus 2x1 ist da schon mit dabei. Gerade bei den Geräten mit optischen Laufwerken, wie zum Beispiel der PlayStation 1, irgendwann ist der Laser hin. Es gibt aber immer noch Möglichkeiten, Ersatzteile zu bekommen, teilweise noch aus China Altbestände, dass man eben nochmal, oder eben aus 2x1, man kann auch ein bisschen nachjustieren, noch ein paar Elgos ersetzen. Bei den alten Konsolen kann man ja selber noch ein bisschen was dran löten, das ist ja bei den heutigen nicht mehr möglich. Du hast uns heute auch einen Vortrag schon gehalten. Hier gibt es ja mehrere Bühnen auch auf der Veranstaltung. Was war so das Thema deines Vortrags? Das war auf der sogenannten Nerd-Bühne, die Cosplay-Convention-Bühne. Wir sind hier gegenüber von der Mainstage jetzt gerade. Der Vortrag war eine halbe Stunde über Computerspiele-Umsetzung, wo die herkam, womit es angefangen hat. 1978 Superman, klar, der Superheld schlechthin auf der 1978 halt auf der Atari 2600 VCS damals und dann Spider-Man als nächster und dann noch die Smurfs und Hulk und die anderen, wie sie eben dann über die Jahre hinweg. Heute ist es ein ganz normales Thema. Jedes Mal, wenn ein Film ins Kino kommt, gibt es dann auch eine Comic-Umsetzung, gibt es auch ein Spiel dazu, sei es jetzt auf dem Smartphone, eben iOS, Handy, Android zum Beispiel. Damals war das noch was Besonderes, da waren die
Hersteller, also die Lizenzinhaber noch nicht so drauf, dass das was Tolles ist. Die waren der Meinung damals in der, Ende der 70er, Anfang der 80er, ja, das ist so eine tolle Sache wie so ein Pet Rock oder das ist halt, das geht nach einem Jahr vorbei oder nach zwei Jahren, wir beobachten das erstmal. Und nach wenigen Jahren hat auf einmal die Computerspielindustrie mehr Umsatz gemacht als die Filmindustrie. Und heute ist es natürlich ein tief verzahntes Geschäft, wo alles ineinander greift. Ja, auch gerade die Comics sind ja auch immer als Begleitmerchandise zu Filmen häufig auch dabei, war auch Teil deines Vortrags. Wie sieht das für dich aus? Liegt dein Fokus mehr so in der Technik, der Retro-Technik, oder sind es tatsächlich sozusagen, du bist ein Gamer? Eher bei der Technik, ehrlich gesagt. Ich spiele gerne, bin aber relativ talentlos bei den meisten Spielen. Ich komme gerade so über das Tutorial noch hinaus, habe selten Spiele wirklich bis zum Ende durchgespielt. Wenn ich Zeit habe, also Rollenspiele, sowas wie Bard's Tale zum Beispiel, so etwas, wo man Zeit hat, wo es nicht um Echtzeitentscheidungen geht, da bin ich doch deutlich besser als bei allem, wo man jetzt schnell mal eben reagieren muss oder ganz schlimm Prügelspiele, wo man zu zweit gegeneinander, da habe ich gar keine Schnitte. Sehr schön. Seid ihr jetzt ja als private Truppe unterwegs oder ist es ein Verein oder wie seid ihr aufgestellt? Wir sind ein Verein, der Digital Retro Park e.V., gemeinnütziger Verein, 2014 gegründet. Seit 2011 machen wir das, haben es aber irgendwann mal dann vernünftig quasi legalisiert. Wir sind hier noch mit einem Schwesterverein dabei, dem Forum Use Mit Only, der das Flipper Arcade Museum in Seligenstadt betreibt. Wo immer am ersten Samstag im Monat kann man hin, 12 Euro Eintritt und dann an mehr als 200 Geräten eben spielen. Wir als Digital Retro Park haben uns eben eher Rechner, digitale Historie, Konsolen und Heimcomputer, nicht die großen Arcade-Geräte und Flipper, sondern die kleineren, wie eben der Heimcomputer tatsächlich seit Mitte der 70er Jahre es in die Häuser der Menschen geschafft hat und unser Leben bis heute ja quasi entscheidend geprägt hat, und wollen eben mit einem eigenen Museum, was wir dieses Jahr noch in Offenbach eröffnen werden, dann eben auch ein bisschen die Historie zeigen, um eben auch Leuten und Schulklassen und Ähnlichen eben zu zeigen, wo kam das her, wo ging das hin, dass man wieder ein bisschen Verständnis für die Technologie entwickelt, um dann eben auch besser zu verstehen, was passiert da eigentlich mit den Geräten. Heute sind die Leute ja meistens nur noch Anwender, ohne zu verstehen, was da unter der Haube passiert. Wo kann man euch denn vielleicht auch online finden oder vielleicht sogar mal persönlich antreffen? Persönlich ist immer ein bisschen schwierig. Viel unterwegs. Online findet man natürlich uns unter digitalretropark.de. Man kann uns aber am einfachsten auf Facebook finden, da machen wir im Moment am meisten. Wir sind auch in dem Flipper und Arcade Museum, haben wir eine kleine Ausstellung zum Thema Star Wars, die Geschichte der Star Wars Computerspiele. Gerade, also immer am ersten Samstag im Monat kann man uns dort, also der Teil ist auch noch kostenlos, da muss man noch nichts für bezahlen, wenn man da reingeht. Das wollen wir auch so weit wie möglich so halten immer. Ja, dann vielen Dank für eure Zeit und viel Spaß heute noch. Gell? Ciao. Ja, viel Spaß auch dir noch und tschüss. Ciao.